Mein Name ist Wolf Wunzel von der Firma Bauvermessungstechnik und ich nutze hier die Vermessungssoftware Surf PC, ähnlich wie Surf CE, und möchte in diesem Video ganz kurz zeigen, wenn man Punkte gemessen hat und die man will, die dann übertragen in CAD, wie man die exportiert und wie man alle drei Werte bekommt, also Punktnummer, Höhe und Beschreibung. So, wir haben jetzt hier gemessen. Das heißt, in der Datei wird in der Punktliste ein Wert liegen. Ich habe jetzt erstmal nur einen Punkt gemacht, damit es schnell geht. Okay, den sehen wir dann auch nochmal in der Ansicht. Hier, wo die Erdkugel ist, haben wir die Kartenansicht. Da ist dieser Punkt jetzt drin. Und wir gehen jetzt hier in die Datei in DXF exportieren. Ich mache es jetzt mal mit DWG. Und sage wohin. Naja, dann machen wir das mal ganz kurz hier rein. Datensicherung. Ich nenne das einfach mal Test und wird gespeichert. So, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wir exportieren Linien und Punkte, machen das als Blöcke und ihr macht bitte zwei Häkchen rein, hier vorne gleich Symbole einschließen und Speicher Carlson Pointknoten. Das wird dann einfach nur abgehakt. Und wird jetzt erzeugt als DWG. So, getan, fertig. Jetzt können wir schon unser CAD aufmachen. Das heißt, jetzt ziehe ich diese Datei rein. Dies ist hier zum Beispiel Survey Office von Spectra, auch ähnlich oder zu vergleichen wie mit Trimble Business Center, was auch viele kennen. So, jetzt schieben wir diese eine Datei rein. Ich war hier auf Z, Datensicherung, Moment. Da ist sie und schiebt die Datei fix rein. Das sollte ja schnell gehen. Okay, kann das wieder schließen. Im Übrigen kann man auch den Punkt oder die Schrift noch etwas verkleinern. Ich gehe jetzt hier auf Eigenschaften. Geht hier links ein Fenster auf. Hier ist ein bisschen groß. Ich mache einfach mal 1, Größe 1 rein. Moment. Halt. Und auch hier nochmal. Und Enter. Und dann ist das schon ein bisschen kleiner, ne? Hier mit dem Dreieck konnte ich das Ganze noch verschieben. Ja, wenn ich das zum Beispiel so anbringen möchte. Und mit dem Punkt kann ich den Textblock anfassen und verschieben, ne? Also, ach, hier war der Messpunkt. Moment, dann setze ich ihn einfach mal hier hin. Ich hatte ja nur einen Punkt jetzt gewählt. Und hier sehen wir schon, dass im Prinzip die Punktnummer, die Höhe und der Kanalschacht übertragen worden ist. Einmal daneben klicken und alles ist fertig. Gut, damit sind alle Daten übertragen. Viel Erfolg und bei weiteren Fragen schreibt uns das ruhig. Viel Erfolg!